Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Warzone 2100. Ganz genau, liebe Freunde. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier in dieser nächsten Mission unterwegs und wir müssen hier einfach uns durchkämpfen zu den Scavengern. Wartet mal, ich muss noch mal gerade gucken, weil es ist schon wieder eine Woche her, tatsächlich. Ja, die Besprechung brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Forschungszentrum untersuchen, durchsuchen Sie das Gebiet und bewerben Sie alle Artefakte. Okay, ja, wir müssen einfach hier durch. Okay, Freunde. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das einfach mal. Und schaut mal da, die haben schon Raketen hier. Oh mein Gott. Die haben schon Raketen. Was soll das denn? Warum haben die schon Raketen? Ja gut, die haben ja gesagt... Alter Schwede. Ja, die haben ja gesagt, dass es viel fortschrittlicher sein wird hier. Okay. Das meinen die also damit. Ja. Okay. Mini-Raketentürme. Ja. Finde ich auf jeden Fall gut, dass es, was machst ihr denn? Dass es jetzt eine neue Herausforderung werden wird. Und, genau, wir haben noch 23 Minuten, aber ich glaube, das könnte man schaffen. Einfach weiterfahren, da treffen die Raketen euch nicht so krass. So, aua, einer ist kaputt, aber egal, das war's schon. So, Gruppe 2 bitte den reparieren. Hallo. Ja, die KI ist hier manchmal ein bisschen... Einheit wird angegriffen. Hä, dann repariert das mal den und danach den. Genau, Freunde, ihr hattet Kommentar geschrieben. Auch von einem neuen Zuschauer sei hier herzlich willkommen. Oh, jetzt habe ich meine Uhr vergessen. Verdammt. 27 Minuten noch. Dass ich meine Hauptbasis befestigen sollte, beziehungsweise mit Türmen ausbauen sollte. Der Kommentar kam von dem Katerchen. Sei an dieser Stelle einfach mal gegrüßt und herzlich willkommen auf dem Kanal. Freut mich, dass du da bist. Auf jeden Fall. Okay, ich würde vorschlagen, wenn wir dann das nächste Mal in die Hauptbasis kommen, die Möglichkeit haben, dann werde ich mehr Türme bauen. Und was haben wir hier jetzt? Da ist ein Forschungslabor. Okay. Ah, da sind wieder die Raketendinger. Mach mal bitte das Raketending da vorne kaputt. Das macht mich ein bisschen nervös. Oh, ich merke gerade, die Sounds sind ein bisschen leise. Zurück. Einstellungen, Audio, die Effekte ein bisschen lauter machen. So, ja, genau. Alles klar, so. Oh! Eintreffende Übertragung. Okay. Scavenger-Basis entdeckt. Commander, bergen Sie alle Artefakte, die sich im Besitz der dort ansässigen Scavenger befinden. Ja, ist ja in Ordnung. Aber hier unten ist doch auch noch was. Aber ich würde vorschlagen, wir machen einfach weiter. Ich weiß ja nicht, was hier unten jetzt noch ist. Ich glaube, wir können es uns leisten. Wartet mal, ich speichere das mal vorher. Wir können es uns, glaube ich, noch leisten, nochmal kurz unten vorbeizuschauen. Eieiei, was macht ihr denn? Wie blöd muss man sein? Sorry, aber warum? Ich habe euch nicht befohlen, dass ihr hier nach da oben fahrt. Landezone. Okay. Ach, wir können ja... Na klar, wir können ja Verstärkung anfordern. Okay. Ja dann, los. Wir können ja Verstärkung anfordern. Nein, nicht mein Reparierer! Nein, 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 um Gottes Willen. Okay, was haben wir denn hier jetzt noch? Okay, das war sogar... Mussten wir sogar. Okay, krass. Ha, seht ihr? Gut, dass wir hierher gefahren sind. Könnt ihr mal... Ist das ein Mannequin? Das ist ein Mannequin mit einem schweren Maschinengewehr. Krass. Okay. Ja. wir sollten uns erstmal heilen. Definitiv. Und ja, da lassen wir die mal ihre Arbeit machen. Wie gesagt, hier oben ist die nächste Basis schon, aber
Vielleicht kommen unsere Verstärkungen an, das ist gut. Verstärkungen sind eingetroffen. Verstärkung landet. Sehr schön, vielen Dank. Ja, nehme ich gerne. Aber die lasse ich erstmal da hinten. Weil die scheinen schon zu reichen hier, die Einheiten. Ja, das ist, die scheinen schon zu reichen. Ja, geht ihr mal nach hinten, bitte. Lass Gruppe 1 mal nach vorne. So. Es gibt scheinbar zwei Wege hier. Da ist ein Bus, ein kaputter. Den machen wir mal kaputt. So, dann haben wir hier zwei Einheiten. Und dann hier, wenn wir uns auch durchschlagen, haben einen Flammenwerfer dabei, finde ich gut. Vielleicht gibt es ja einen Hintereingang oder so, wer weiß. In die Basis. Da sind auf jeden Fall jede Menge Einheiten. Aber es sind nur Männchen, von daher. Von daher passt das schon. Ach, ich liebe diese Warzone-Musik. Wirklich episch. So, wirklich, wirklich legendär. So, dann würde ich gerne, dass ihr daran vorbeifahrt. Ja, die KI hier, die muss man ein bisschen an die Hand nehmen. So klug ist die dann leider doch nicht. Da war die Command & Conquer KI schon ein Wunderkind. Ganz ehrlich. Okay, da macht das mal kaputt hier. Ja. Okay, wir kommen tatsächlich über eine andere Seite rein. Okay, ich wollte jetzt nicht sagen von hinten. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Wir kommen von der anderen Seite rein. Hoffe ich doch zumindest mal. Nein! Doch! Doch! Hier drüber. Okay. Mit zwei dann bitte hier hinkommen. Und genau, dann einfach mal die Basis jetzt angreifen. Okay, los geht's. Los geht's. Und drauf schießen. Drauf ballern. Boah, die halt. Warum ist mein Desktop? Blöde EA-App. Jetzt mal ehrlich, warum? Die switcht mich manchmal auf Desktop. Das ist wirklich unglaublich. So. Ich werde jetzt nicht heilen. Ich werde jetzt einfach dieses ganze Medikin hier platt machen. Verdammt nochmal. Und vor allem das Ding. Ihr seht, das macht ziemlich viel Schaden. Aber das passt ja schon. Das war schon mit der Basis. Okay, zwei kann nach vorne kommen schon. Ja, dann. Da ist nochmal Energie. Jo, Artefakte, okay. Rückkehr zur Landezone. Ja, dann machen wir das doch gleich. Mit dem Rest an Einheiten, was da übrig ist. Och, diese blöden Raketenteile. Verdammt nochmal. Die machen ganz schön viel Schaden. So. 15 feindliche Einheiten. Und Strukturen noch da. Okay. Ja, gut. Dann erwartet mal, mein Ohr juckt. Wir müssen zur Landezone zurück. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Danke. Aber das hat doch gut geklappt. Ja. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal für die Tonprobleme der letzten Woche entschuldigen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, dass wir da mit dem Sound scheinbar Probleme hatten. Ja. Und, ich hoffe, dass wir es jetzt behoben haben, das Problem. Also, kann ich nicht einfach die nehmen? Ne, wir müssen alle zurückziehen. Okay, dann nehmen wir alle zurück. Ja, alles klar. Dann, ich meine, hier haben wir ja noch nichts erkundet. Ich meine, wir haben doch ein bisschen Zeit. Wir haben ja hier noch nichts erkundet. Rückkehr zur Landezone. Ja, kommt. Ist okay. Dann fahrt zurück. Rückkehr zur Landezone. Ach, wir können was erforschen. Ah, Halbkettenantrieb und leichte Kanone. Sehr schön. Ah, wir haben Kanonen endlich. Okay. Das ist gut. Ziel erreicht. Sehr schön. Das heißt, das war die Mission. Einheiten verloren. Feindlich 103. Keine Gebäude verloren. Wir haben ein paar Neulinge, okay. Einheiten insgesamt 60, produziert 40. Okay, was kommt Berichte jetzt? Berichte der anderen Teams. Bericht von Team Beta.
Unsere Erkundungsteams haben einige Artefakte bergen können. In diesem Sektor operiert eine weitere Streitmacht. Bislang haben wir uns von ihr ferngehalten und sie sich von uns. Sie scheint besser ausgerüstet zu sein, hat aber noch keine feindlichen Aktionen unternommen. Wir gehen mit Vorsicht vor. Bericht von Team Gamma. Eine Besonderheit zu berichten. Hier oben in den Bergen ist es ruhig und friedlich. Wir haben weder Artefakte gefunden, noch kam es zu Feindseligkeiten. Commander, wir empfangen kodierte Signale aus diesen Gebieten. Verwenden Sie einen Kundschaftertrupp, um die Herkunft der Signale zu erforschen. Verwenden Sie LKWs, um in der Landezone Verteidigungsanlagen zu errichten. Sobald Sie das Gebiet erkundet haben, verwenden Sie die Verstärkungen, um die Zone zu säubern und zu sichern. Missionstimer aktiviert. Ah, okay, das heißt, wir sind nochmal in unserer Hauptbasis. Das ist gut. Weil wir müssen uns hier tatsächlich verteidigen. Okay, ja, dann machen wir doch einen Wachturm mit Zwillingsmaschinengewehr. Machen wir doch hier noch ein paar Türmchen hin, ja, wie ihr gesagt habt. Dann mache ich das mal. Mal gucken, was es am Ende bringt, ne? Boah. Schau dich mal diese Armee an, die wir hier haben, ey. Das ist schon echt heftig. Ah, wartet mal. Wir sind doch gerade die Kanonen am Erforschen, oder? Ja, wir sind gerade die Kanone. Ach! Mörser? Abgeschlossen. Wir haben schon Mörser? Können wir nicht weitere Forschungs... Ja, doch, können wir doch. Dann baut mal bitte weitere Forschungszentren auf. Hört mal mir, wir müssen erforschen ohne Ende. So, wir haben jetzt hier noch was. Berichte der Zack. Andere. Zack. Ja. So. Transportermission verschlüsselt. Okay. Verwenden Sie Ihre LKW und die Landezone. Okay. Das heißt, wir müssen einfach wieder in den Transporter. Okay, aber ich würde da gerne Kanonenpanzer mitnehmen, tatsächlich. Nicht die hier. Die sind rein zur Verteidigung. Ach, wir haben noch die gleichen Gruppen. Okay, geil. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Die Heiler. Heile. Und dann müsste man ja, wenn man die Kanone hat, müsste man ja Türme damit bauen können, nicht wahr? Ja, wir haben eine Stunde Zeit, ich meine, das wird wohl reichen. Das wird wohl reichen. Konstruktion abgeschlossen. Okay, nächstes Forschungszentrum bitte. Dann machen wir hier den Mörser, der braucht auch unbedingt Mörser. Mörser ist nämlich eine richtig krasse Waffe in diesem Spiel. Übertrieben krass, ja. Das ist so, Mörser ist ja quasi, das hab ich vergessen, was man... Artillerie, genau, Artillerie. Und, ja. Braucht man halt, um aus der Ferne angreifen zu können. Wachturm mit schwerem Maschinengewehr, seht ihr das? Da können wir die eigentlich schon fast wieder abreißen. Und auch vor allem die Flammenwerfertürme weg. Naja, man kann ja Türme, man kann ja Gebäude abreißen. So, aber die Frage ist, macht das Sinn, die stehen zu lassen? Oder müssen wir die tatsächlich abreißen? So, abgeschlossen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Hochexplosive Antipanzergeschosse für Kanonen, ja. Und das Maschinengewehr forschen wir weiter und den Flammenwerfer. Okay, sehr schön. Was heißt, wir müssten jetzt hier Sensortoren. Ah, den haben wir leider noch nicht. Okay, lasse ich erstmal stehen dann tatsächlich. Wir können uns jetzt aber einen neuen Panzer machen. Räder oder Halbketten? Wir nehmen mal Halbketten. Und hier, leichte Kanone. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir davon einfach mal ein paar. Leichte Kanone. Ja, wir machen einfach... Eine Minute, was? Wow. Okay. Was ist da für ein Geräusch im Hintergrund, ey? So.
Egal. Ich würde aber auch gerne Mörser mit Mörserpanzer bauen, wenn das schon geht. Müsste aber mal gucken, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Und ja, liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr einfach wieder dabei seid hier bei Warzone 2100. Wie es hier weitergeht tatsächlich bei uns. Und ich finde, wir haben jetzt schon eine schlagkräftige Armee hier zusammen, um etwaige Angriffe verteidigen zu können. Okay, die lasse ich einfach hier stehen, habe noch ein paar Türme dazu gebaut. Das könnte reichen. Grundlagenforschung abgeschlossen. So, wir haben wieder eine Forschung abgeschlossen. Das heißt, wir können Kanonen noch weiter erforschen. Das finde ich gut. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. So, da sind unsere neuen Kanonenpanzer. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Das Ding ist halt, in diesen Transporter passen nur 10 Einheiten. Das ist echt so blöd. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn wir jetzt den Mörser haben. Grundlagenforschung. Oh yeah, selbstladende Mörser und hochexplosive Mörsergranaten. Dann könnte man jetzt ja theoretisch hingehen. Yes! Ja! Okay. Wunderbar. Wir haben einen Mörserpanzer. Das heißt, die mal abbrechen. Weil die Mörserpanzer sind echt genial hier. So, Mörser. Brauchen natürlich ein bisschen länger. Aber ziehen viel mehr ab, also machen viel mehr Schaden. Ja, und hier können wir jetzt schon nichts mehr erforschen. Okay. Aber die geben uns ja nicht umsonst so viel Zeit, nicht wahr? Machen wir das Auto kaputt. Das stört. So, ja, ich bin ja... Ich weiß ja nicht, warum ihr mir gesagt habt. Ich kann es mir schon denken, warum wir das verteidigen sollten. Aber man kann ja nicht wissen, wie viel da kommt, ne? Deswegen bin ich einfach mal guter Dinge, dass das reicht. So, ihr könnt schon mal da rein. Ihr auch. Und dann nehme ich noch 3 Mörserpanzer mit. Forschung abgeschlossen. So. Wieder völlig neue Waffen hier. Das ist echt gut. So, die ersten Mörserpanzer, ja, die kommen in 20 Sekunden etwa. Okay, das heißt, 7 von 10. Wir haben noch 3 Mörserpanzer, können wir mitnehmen, das ist gut. Weil der Schaden ist exorbitant, was das angeht. Okay, nur halt Produktion abgeschlossen. Nicht gut gegen Panzer, glaube ich, aber sehr gut gegen Mannequin tatsächlich. Abgeschlossen. So. Produktion abgeschlossen. Produktion und der Rest, der kann dann hier bleiben. So. Das heißt, wir können hier aufbrechen. Speichern. Speichern. Bevor wir losfliegen. So. Tschüss. Jo, geil. Wieder eine neue Karte. Okay. Warnung. Sie betreten ein Sperrgebiet. Kehren Sie in die Ihnen zugewiesene Zone zurück, oder Sie werden zerstört werden. Ich wiederhole, kehren Sie in die Ihnen zugewiesene Zone zurück, oder Sie werden zerstört werden. Ende der Nachricht. Oha. Oh oh. Okay. Ja, gut. Abgeschlossen. Alles klar, wir haben... Ja... Wir betreten feindes Gebiet. Oha. Von irgendeiner neuen Fraktion scheinbar. Okay, das ist ein... Da, hier seht ihr das, ne? Der Mörser und die Kanonen, ja. Forschung abgeschlossen. Ich bin mal gespannt, was es ja hier alles gibt. Schaut euch die Mörser an. Oh mein Gott. Wir haben mal wieder nur 10 Einheiten. Das ist echt wieder gut, ey. Da unten ist auf jeden Fall eine Basis. Okay. Oh, wir können wieder was erforschen. Hochexplosive Mörsergranaten. Ja, gerne doch. Oh, was das? Ach, das sind nur Scavenger. So, Mörser. Schaut euch den Schaden an. Ja gut, das weißt du nicht so gut, weil er nicht getroffen hatte. Aber hey. Boah, das sind ganz schön viele. Das sind ganz schön viele. Uiuiuiuiuiui. Ja...
Das sind viele. Aber hey, wir können es noch hinkriegen. Okay. Wir haben ja unsere Heiler dabei. Zum Glück. Zum Glück. Landezone nicht sicher. Landezone nicht sicher. Ja. Das heißt, wir müssen mit einem wieder zurück, oder was? Na toll. Okay. Dann müssen wir mit einem Panzer die Landezone sichern. Okay, das heißt, wir haben noch 50 Minuten Zeit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Verstärkung. Danke. Genau, die Börse macht es schön, die Basis kaputt. Eie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 
Oh, Scheiße. Wow, okay. Die haben Raketenpanzer. Wow. Okay, nicht schlecht. Absolut nicht schlecht. Heiler, Mensch, jetzt heil dich doch mal. Ach nee, die wollen einfach nur auf den... Alter, was hält dieser Panzer aus? Wow, okay. Shit. Zum Glück heilt er sich selber. Okay, die sind heftiger. Das ist scheinbar eine andere Gruppierung, die auch diese Technologie hat, die wir haben. Okay, interessant. Sehr interessant. Also, wow. Echt gut gemacht. Ah komm, die kriegt ihr ja wohl kaputt. Ja, die Mörser, die retten uns den Arsch. Ganz ehrlich. Die Mörser retten uns den Arsch. Hintern. Sorry. Aber ja. Ey, sau gut. Wirklich. Wir haben so ein Glück, dass wir Mörser... Hä? Ach, wir haben... Nee. Hallo, schick doch. Okay, 10 Mörser. Wow! Jetzt kommen die Scavenger noch an. Okay. Okay, wartet mal. Wir müssen uns mal zurückziehen. Wir müssen uns mal zurückziehen. Unbedingt. Oh Gott, zieh dich doch zurück, du! Du Idiot! Einheit wird angegriffen. Oh. Du Idiot, Junge. Einheit wird angegriffen. Weiter zurückziehen. Einheit wird Aua, ich habe keinen Heiler mehr. Oh shit. Ja, das wird jetzt schwierig. Einheit wird angegriffen. Ohne Heiler wird das Ganze echt schwierig. Mein Gott. Haben die auch Raketenwerfer einfach? Okay, ohne Heilung. Ich hätte besser auf meinen Heiler aufpassen sollen, ne? Okay. Da kommen sie schon wieder. Das gibt's ja nicht. Boah. Okay. Das könnte schwierig werden. Das wird echt schwierig. Puh, die Verstärkung kommt erst in 45 Sekunden. Blöde Bennington. So. Och nö, jetzt kommt die noch. Okay, das wird zu viel. Shit, das wird zu viel. Oh Gott, geh weg. Geh, haut ab. Die Panzer sind auch größer. Schaut euch das an. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Yo. Ja, jetzt kommen sie natürlich an, ne? Ganz klar. Und die treffen natürlich auch immer. Ich finde das krass, dass die Mini-Raketen haben auf einmal. Wow. Okay, da sind Verstärkungen. Ja, ganz toll. Was macht ihr? Die schießen einfach in der Weltgeschichte rum. Boah. Mann! Boah, ey. Junge, Junge, Junge. Einheit wird angegriffen. Okay, wir haben unsere 10... 10 Mörser hier. Boah, 57. Und 75 Strukturen. Boah, das ist... Okay. Meine Uhr hat geklingelt, aber ich möchte gerne Einheit noch hier... Wird angegriffen. So. Das ist blöd, dass wir keinen Heiler haben. Das ist echt blöd, dass wir keinen Heiler haben. Aber hey, wir hätten die nicht angreifen sollen. Ich sehe es ein, ja. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.